Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Ich habe gelesen, die Bundeswehr hat mal wieder Probleme. Oder nee, die Bundeswehr direkt ist es ja nicht, es ist ja die Flugbereitschaft. Und zwar sollte wohl einer von unseren Politikern nach Brasilien fliegen. Aber wir haben kein Flugzeug, was durchfliegen könnte. Wir müssen also einen Zwischenstopp einlegen. Die eine Maschine, die durchfliegen könnte, die genügend Reichweite hat, die ist in der Reparatur oder in Erwartung. Und die andere Maschine, die genügend Reichweite hat, die brauchen wir für unsere liebe Bundeskanzlerin Angela. Die muss nämlich mit dieser Maschine nach Afrika fliegen. Also kann die Maschine nicht nach Brasilien. Ist klar, leuchtet ein, ne? Dann muss der liebe Heiko Maas wohl oder musste wohl mit einer kleineren Maschine nach Brasilien fliegen. Das bedeutet ein Zwischenstopp, auftanken und so weiter. Ja, ist das peinlich? Für ein Land wie Deutschland ist das peinlich. Wir schaffen es nicht, in einem Zug so durchzufliegen. Wir haben nicht die Mittel, wir haben nicht die Möglichkeit. Kann man nicht den Politiker einfach in irgendeine Maschine setzen, Lufthansa oder völlig egal welche, und einfach nach Brasilien fliegen lassen? Wäre das nicht die bessere Möglichkeit? Damit man direkt da ankommt, damit man schnell da ist, damit nicht die ganze Welt über einen lacht? Wäre das nicht was? Haben wir nicht das Geld für? Funktioniert nicht. Bananenrepublik Deutschland, meine Fresse, was ist hier nur los? Wir kriegen es nicht mal hin, Politiker vernünftig ins Ausland zu bringen. Wir kriegen es nicht mal hin, dass Leute vernünftig leben können. Wir kriegen es nicht mal hin, wenn Leute irgendwie arbeiten, dass sie eine vernünftige Rente kriegen. Aber was wir hinkriegen, dass die Politiker auch eine Gehaltserhöhung kriegen. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Politiker über 10.000 Euro im Monat bekommen. Das erste Mal, das kriegen wir hin. Ist komisch, oder? Dass wir das hinkriegen, dass das funktioniert. Aber so ganz wichtige Sachen wie, ich habe gearbeitet, ich muss eine Rente haben, von der ich leben kann. So wichtige Sachen, das kriegen wir nicht hin. Nehmen Sie doch bitte eine Rente von 500 Euro und nehmen Sie bitte noch zusätzlich 400 Euro Hartz IV dazu. Warum? Warum? Warum nicht einfach sagen Hartz IV Scheiß drauf und 1000 Euro Rente? Nur einmal beantragen, nur eine Behörde, nur einmal Papier, nur ein Sachbearbeiter, nur einmal Sachbearbeiterlohn, nur eine Verwaltung. Wie wär's? Könnte man eine ganze Menge sparen, oder? Und das Geld könnte man ja vielleicht sogar in ein neues Flugzeug stecken, was denn vielleicht auch fliegen kann. Wie wär's? Ich weiß es nicht, aber lange geht das nicht mehr gut, was wir hier machen für einen Blödsinn in Deutschland. Lange geht das nicht mehr gut. Irgendwann fliegt uns das alles um die Ohren.